So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Command & Conquer Alarm Schulrot 3. Jo, wir hatten ja die Sowjetkampagne so gesehen abgeschlossen. Guckt einfach mal in die Parts da, die ganze sonstige Sowjetkampagne, falls ihr gerne möchtet. Ansonsten, ja, viel Spaß jetzt mit der Alliierten-Kampagne. Ich weiß, ich habe die alle schon Let's Play gehabt. Ich muss jetzt nochmal Brighton Beach, die rote Bedrohung Let's Play. Aber, ja, nach diesem Part hier werde es nochmal hier weitergehen. Euch deshalb nicht wundern. Ja, wir fangen einfach an hier, die erste Mission, weil die anderen alle Parts werde ich dann sowieso nochmal rendern und hochladen, kein Problem. Aber wie schon gesagt, die Reihenfolge fängt ja so an. Und unten alles in die Videobeschreibung, also die Playlist selber auch zu den Sowjetkampagnen-Parts. Und jetzt fängt die Alliierte an. Ja, und bald kommt dann die eben halt aufgehende Sonne dann, ne? Aber erstmal sonst viel Spaß, die Alliierten. So. Premierminister Scherdenkos Truppen stoßen weiter nach Westeuropa vor und drängen die Alliierten immer weiter zurück. Nun ist Großbritannien das letzte Land Europas, das die sowjetische Aggression zu spüren bekommt. Die Frage ist allerdings, wie lange noch, da eine sowjetische Armada ausgemacht wurde an der Nordküste von Frankreich. Commander, ich bin Robert Bingham, Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte. Mir wurde gesagt, Sie seien ein sehr fähiger Offizier, wollen hoffen, dass diese Einschätzung richtig ist. Da all unsere erfahrenen Kommandeure in Europa kämpfen, liegt die Verteidigung Großbritanniens allein in Ihren Händen. Ich möchte Ihnen gern Lieutenant Eva vorstellen. Oh, sie ist Ihr Nachrichten- und Kommunikationsoffizier. Süß. Schön, Sie an Bord zu haben, Sir. Field Marshal, der Präsident ist jetzt soweit. Gamma Action. Mr. President, ich stelle Ihnen den neuen Commander der Bodentruppen vor. Guten Tag, Commander. Sind Sie bereit, die Russen zurückzujagen in die Arme Ihrer Mummies? Tja, ich hoffe es. Wenn Sie nicht aufgehalten werden, liegt nichts anderes mehr zwischen diesen Kommunisten und den USA als nur noch ein kleiner Ozean. Ich stimme Ihnen zu, Mr. President. Die Sowjets dürfen sich nicht festsetzen in Großbritannien. Davon hängt das Schicksal der freien Welt ab. Der freien Welt? Wir sind die Alliierten. Wir verteidigen Europa. Yeah. Oh ja. Und ja, es sind irgendwie so Amerikaner und Europäer, die da zusammenarbeiten. Ja, also wie ich ja schon gesagt habe, das eine heiße Mädel, die ja in diesem Spiel Eva heißt, weil es gab es ja sonst auch bei den anderen Alarmstufe Rot Teilen auch Eva, so wie auch Alarmstufe Rot 2, da war auch eine heiße, muss man schon sagen, aber die hier schlägt wirklich alles weg, also was EA da wieder, was er sich am Land gezogen hat dafür Mädels hier in diesem Spiel, ist echt der Hammer. Und ja, das ist die lässt sie auch fotografieren, sie macht auch so Unterwäsche und so weiter alles, also auch Reizwäsche und so. Aber die heißt Gamma Actition, diese amerikanischen Nachnamen. Gamma, also auf jeden Fall heißt sie Gamma mit Vornamen und Nachnamen Actition oder ich muss sie mal nachher mal gucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall Actition. Gamma Actition. Okay, egal, dann fangen wir einfach mal an. Die Sowjets haben weite Teile Europas mit roher Gewalt besetzt. Jetzt nehmen sie sich England vor, indem sie eine praktisch wehrlose Stadt angreifen. Brighton Beach. Commander, wir müssen unsere Stellungen halten und das Vorrücken der Sowjets verhindern. Nehmen Sie Brighton Beach ein, ist London ungeschützt. Ganz Europa würde fallen. Das darf keinesfalls passieren. Oder, Gamma Actation, ja, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall ist sie eine richtig heiße Braut, wie ihr schon gesehen habt, und die ist einer meiner Lieblingsmädels hier in diesem Spiel. Oh. Sie müssen also versuchen, die Mission mit den verfügbaren Ressourcen zu Ende zu bringen. Viel Glück. Alles klar, danke. Dann legen wir da mal los, oder? Zack. Commander Giles Price, der ehemalige Ausnahmepilot. Ja, ihr könnt ja auch Stopp drücken, denn falls ihr es auch nicht entlesen konntet, möchtet. Ja. Kommen ja die ganzen Wellen von den Sowjets.
überfallen jetzt hier England. Oh, ein schöner Palast da hinten. Da will man doch gerne wohnen eigentlich, ne? Okay. Legen wir mal los. Taktische Einheit. Ja, da können wir auch Informationen über die Einheiten holen. Mit Schrotflinten bewaffnete Fronteinheiten, die feindliche Infanterieeinheiten im Nahkampf zu Boden werfen können. Ihre Spezialfähigkeit ist ein Schild, der ihnen zusätzlichen Schutz bietet und den ungehinderten Vormarsch ermöglicht. Geht doch ab, ne? Hat ja was. Und dann geben die Bam Headshot oder was. So. Bam. Bin auf Empfang. Kontakt. Roger and out. Roger and out. Rutsch sie weg. 10-4, Sir. Bin unterwegs. Ihre Befehle? 10-4, Sir. Eine Einheit wird angegriffen. Sichere Gebiet. Wir regeln das. Umgebung sichern. Wieder eine abhauen will. Nein. Doch. Bin unterwegs. Ey, man schmeißt keine Mollys auf irgendwelche tollen, luxuriösen Gebäuden. Umgebung sichern. Ihr habt einfach keinen Geschmack. 10-4, Sir. Bin unterwegs. Kunstbanausen. Nee, Schönheitsbanausen. Alles, was sie schön finden, machen die kaputt, ey. Kampfbereit. Unterwegs. Umgebung sichern. So, da unten sind ja auch noch welche. Tango ist auf 9 Uhr. Bringt euch das Liegen da auch nicht selber was. Bah. Bin unterwegs. Neutralisiert sie. Zack. So, da haben wir ja das hier freigeräumt. Diese Basis ist Ihr Sammelpunkt zur Abwehr der kommenden Angriffswellen. Für diese Mission wurde Ihnen ein Co-Commander zugeteilt. Er wird Sie unterstützen. Schöne Bescherung ist das. Mein Name ist Giles, Commander. Und ich werde keinesfalls zulassen, dass sich diese Kommunisten einnisten bei uns. Ich werde ihnen jederzeit zur Verfügung stehen. Sehr schön. Können wir gut gebrauchen, Giles. Giles. Hört sich an wie so ein... Wir haben zahlreiche sowjetische Flugzeuge geortet. Sie wollen wohl Truppen über der Stadt absetzen. Verteidigen Sie bitte Brighton Beach. Sie müssen aufgehalten werden. Ja, natürlich. Für dich machen wir das auch gerne. Also bei so einer tollen, ne? Können wir ja nicht Nein sagen, oder? Da können wir ja nicht Nein sagen. Neues Bonusziel erhalten. Gebäude sind komplett unterwegs. Ausbildung. Ich bitte mal welche aus noch. Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Ach, da auch noch einnehmen. In diesen rosanen Häuschen da. Statusbericht. Rein da. Rein da. Wehrt die Sowjets ab. So, den Bonus hier haben wir erfüllt. Ist doch auch ganz schön prima, ne? Dödüm, dödüm. Schlagen Sie die Sowjets zurück. Ja, da die kommen immer mit ihren Angriffswellen. Ja. Erobern Sie das Krankenhaus. Das ist hier unten. Machen wir auch. Ja, warum brauchen wir dafür einen Ingenieur? Ingenieur. Zehn Sekunden. Allzeit bereit. Ich habe die Pläne hier. Ja, dann geht er mal hin, ne? Guck mal bei Giles, ja, bei ihm läuft ja alles auch soweit gut. So muss das sein. Ausbildung. Ich bilde jetzt mal hier ein paar weitere Peacekeeper aus, die hier ja, aufpassen. Also mobile Peacekeeper kann man sagen. Damit wir auch mal hier Giles zur Unterstützung kommen können, falls er Hilfe braucht, ne? Bereit, Sir. Wo ist das Problem? Falls.
Der Ingenieur macht sich schon auf den Weg, aber der braucht ganz schön lange, ne? Er riecht sich ein behelfmäßiges Triagezentrum für die automatische Heilung von Infanterieeinheiten. Ah. Das ist ein Sanitätshaus oder sowas. Und da kommen ja die Flugzeuge schon. Unsere Gäste treffen nun ein. Wollen wir sie nun als Gastgeber so gesehen begrüßen, ne? Kampfbereit. 10-4, Sir. Wie man das so sagen möchte. Yeah, lass es rocken, Leute. Bam, bam, bam. Jetzt machen wir sie platt. Jetzt geht es richtig ab. Yeah, oh. Jetzt geht es richtig ab. Wir machen sie alle platt, denn wir wollen wieder abgehen, yeah. So. Zack, zack. Bam. Wir haben keine Chance. So, die hat auch soweit alles abgewehrt. Sehr schön. So, jetzt können wir hier Geheimprotokolle, Future-Tech-Forschung nehmen, den Cryo-Shoss. Legen Sie alle Einheiten und Strukturen im Zielgebiet kurzzeitig auf Eis. Dadurch sind Sie außerordentlich verwundbar. Hat schon was. Nein, oh, nein, oh, 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 oh. Puh. So, die erste Welle haben wir ja, also die zweite, glaube ich, war das jetzt, oder? Nee, die erste. Haben wir abgewehrt. Es geht aber weiter. Hallo, ihr Kapitalisten, hallo. Ich bin General Krukov. Ich werde für Ihre Niederlage verantwortlich sein. Machen Sie sich bereit für die Macht der Roten Marine. Wir feuern auf Ihre kleine Insel, bis Sie um Gnade winseln. Oh, ein toller Reim. Da hat er uns echt gegeben. Oh. Alles läuft nach Plan. Man muss sie so angezogen sein? Ich dachte, sein. Das war nur die erste Welle. Sie sollten unbedingt diese Küstengeschütze besetzen und mit ihnen weitere Angriffswellen abwehren. Ja. Natürlich, wir müssen ja auf sie hören. Reparieren Sie die Küstengeschütze. Ich kann mich um die beiden Küstengeschütze kümmern, wenn Sie wollen. Abby, er guckt. Na, wollen Sie? Vor der Küste wurde eine sowjetische Flotte geortet. Ihre Armada wird in Kürze hier sein. Neues Einsatzziel. Alles klar. Analysiere die Pläne. Die schicken Verstärkung, oder? Keine Aufregung, ich halte ihnen den Rücken frei. Wie er sie toll fühlt. Ja, mach das so. Giles fühlt sie auch toll. Ah, da, Javelins. Javelin. Die Leute mit diesen heftigen Raketen. Javelin-Soldaten feuern mit ihren tragbaren Raketenwerfern auf feindliche Panzer und Flugeinheiten. Ihre Spezialfähigkeit ist der lasergestützte Modus, der die Zielerfassung verlangsamt, aber die Feuerrate deutlich erhöht. Geht ab, ne? Das bereit. Javelin-Einsatz bereit. Wir bilden richtig viele Javelins aus, finde ich. Einsatzbereit. Warum nicht? Also, die gehen doch durch. Javelin einsatzbereit. Kosten 100 ein bisschen mehr als die jetzt die richtige Infanterie, aber ja, der soll ja, oh lol, er soll ja auch einnehmen, ist ja logisch. Javelin einsatzbereit. Na, dann bitte ja gleich mal Ingenieure aus, dann geht das los hier. Yeah. Und im Krankenhaus ist zum Beispiel auch ganz gut, wenn Sie dieses Gebäude mit einem Ingenieur besetzen, heilen Sie Ihre Infanterieeinheiten automatisch. Das zählt auch für den Verbündeten. Also alles, was der Verbündete auch so einnimmt und so weiter, das zählt auch für uns. Also darum ist es auch unser Co-Commander, das ist eben halt dieses neue Feature. Dieses Koop-Modus. So, jetzt kommt da irgendwie schon wieder so ein Flieger. Kommt jetzt ständig immer Flieger.